hier ist der Alex von eberslern.de. In diesem Video möchte ich dir eine super einfache Basslinie zeigen. Dafür brauchst du nur zwei verschiedene Töne. Das ist die Bassbegleitung zum Song My Generation von The Who vom leider schon verstorbenen Bassisten John Entwistle. Die Version, die ich dir zeigen werde, ist eine vereinfachte Version, sodass du den ganzen Song über mitspielen kannst. So, fangen wir gleich mal an. Zuerst, welche zwei Töne brauchen wir? Wir brauchen den Ton G und den Ton F. Beide sind auf der D-Seite. Und zwar, der Ton G befindet sich im fünften Bund auf der D-Seite und den greifen wir mit dem vierten Finger oder mit dem dritten Finger. Je nachdem, ob du Kontrabass-Fingersatz oder Gitarren-Fingersatz spielst. Ich spiele Kontrabass-Fingersatz in diesem Fall und spiele deswegen den Ton mit dem vierten Finger. Das heißt, kleiner Finger hier in den fünften Bund, das ist da, wo dieser Punkt bzw. dieses Block-Inlay ist. Ich lege alle vier Finger drauf. Und der zweite Ton, den wir brauchen, wie gesagt, ist das F. Im dritten Bund auf der D-Seite. So, die beiden Töne brauchen wir, G und F. Jeden der beiden Töne müssen wir immer viermal anschlagen. Das heißt, viermal pro Takt, wir spielen quasi Viertelnoten. Viermal G und viermal F. Gleich nochmal. Viermal G und viermal F. Das Stück hat insgesamt zwei Teile. Beim ersten Teil musst du immer zwei Takte spielen und dann hast du zwei Takte Pause. Und beim zweiten Teil spielst du einfach immer durch. Das heißt, der erste Teil geht so. Zwei Takte spielen, zwei Takte Pause. Zwei Takte spielen, viermal G, viermal F. Und dann im dritten Takt spielen wir nochmal das G auf die 1, aber dann ist Pause für die nächsten zwei Takte. Ich spiele es mal vor. Und zwar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. So, und der zweite Teil, da musst du die ganze Zeit einfach durchspielen. Das heißt, die beiden Takte kommen immer und immer wieder. Klingt dann quasi so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nach dem Bass-Solo, was wir jetzt hier auch nicht spielen, moduliert das Stück, das heißt, es verändert die Tonart. Das heißt, du kommst mit den beiden Tönen G und F nicht mehr weiter, sondern das Stück moduliert nach oben, das heißt, es wird höher. Da das ja aber ein kurzes Video sein soll, gehe ich da mal nicht näher drauf ein. Mein Tipp, probier aus, wohin das Stück moduliert. Du musst einfach nur die beiden Finger, du brauchst immer noch den ersten und den zweiten Finger, weiter hoch auf dem Griffbrett auf der D-Seite verschieben. Und dann hör einfach, ab wo es sich wieder richtig anhört. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht und ich konnte dir zeigen, wie du das Stück My Generation von The Who auf dem Bass spielen kannst. Zum Schluss spielen wir nochmal mein kleines Mini-Arrangement von dem Anfang, in dem beide Teile vorkommen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Alex von eberslern.de.